Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Willkommen Leute zu Portal 2, dem ersten Let's Play von Bruder Schwester und natürlich beim Gast, ich natürlich, DannyK3302, Hashtag FNAF, Hashtag. Ja, mal schauen, wie das Spiel ist. Ich habe schon viele gute Sachen über Portal 2 gehört. Ja, Portal 2 ist auch hat auch einen Metascore von 98, also ziemlich hoch. Legen wir los. Ich muss übrigens von euch wissen, wie das mit dem Sound ist. Aber ich denke mal, wir legen erstmal ganz in Ruhe los. Und dann schauen wir ganz in Ruhe, wie das Let's Play so wird. Ja. Für den lieben Danny K ist das Spiel übrigens blind, für mich nicht. Ihr habt ja am Anfang gesehen, ich habe das Spiel schon einmal durchgespielt. So blind nun auch nicht. Ja, aber du kannst... Guten Morgen. Ihr Überstand dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Okay. Grafisch. Sie Wasser. Wenn super. Sie Wasser hören, sehen Sie zur Decke. Nach oben sehen. Ist das die Decke? Sie hören jetzt einen Wasser. Sehr wenn Sie Wasser hören, sehen Sie auf den Boden. Ist das der Boden? Und damit ist die Gymnastikübung so des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Ja, Portal 2. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Oh, schaut mal, ein Berg. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Oh Gott, klassisch. Hey! Jetzt zum Bett zurück. Ja, wie gesagt, Portal 2 hat sich 1,8 Millionen Mal verkauft. Also, ab zum Bett. Kein schlechtes Spiel. Darf ich erstmal ein paar Spieldaten nennen? Danke. Spieldaten werden erst im Video, wenn man das Spiel spielt und nicht beim Tutorial. Und ja. Grafisch ist das Spiel auf jeden Fall eine Bombe, aber dazu gleich mehr. Guten Morgen. Ihr Überschlaf dauerte 9999999. Wie möchten Sie das bitte? Hallo? Ist jemand da drin? Teil 1, der Höflichkeitsbesuch. Ja, du siehst furchtbar gut aus. Nein, wirklich ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz wie bitte? Ruhig vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Ob alles oh, wirklich du könntest so dich gut aber irgendwo festhalten. Nur na ja. Aber wir wollen jetzt noch nicht zu viel spoilern. Was zum Henker? Unsere schöne Vase. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Wie bitte? Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. 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 Okay, das war nah genug. Was ist das für ein Alarm? Also. Whitley? Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelze. Wie bitte? Was? Oh. Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Ja, genau, du. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Ich kann nichts tun. Die Reservenergie ist alle. Und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig.
Und das meinte ich mit Grafik, Freunde. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Dann ist es ja auch. Der Kühlschrank! Den Zustand des unser armes Bier. Den ich überwachen soll. Warte, der ist leer! Ja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Ob das verdammte Haus da durchpasst? Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Mannspirnen vorfindet. Ich? Ein kleiner Zusammenstoß. Ja, klein. Klein. Sehr klein. Minimal. Wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Ahnung. Aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus. Klaro? Nichts von wegen Tod und so. Ja, schon klar. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Oh, Andockstation. Nein. Du bist ein Idiot. Gute Nachricht. Das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Da oben eine Schiene. Das könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Noch mehr zu Schrott. Du hast geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Ja, ich weiß nicht. Alter Vater. Hilfe. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich. Du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Aha. Also, spring dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Okay, dann bis gleich. So ist es gut. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Musikalisch auch einfach nur ein Meisterwerk. Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Na, sehr beruhigend. Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Er meint dieses blaue Kraftfeld hier. Ja, hat man ja nicht nur gesehen. Spring doch nicht so rum wie so ein Ödel. So, jetzt kommt aber eine Sache, was ich dem Spiel etwas negativ anlege. Es hat verdammt viele Ladezeiten. Diese Ladezeiten sind zwar nicht lange, aber sie sind halt ziemlich viel. Und nervig. Mindestens nervig. Ja. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrennt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Aha, sehr beruhigend. Total beruhigend. Und das viele Geräte. Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science. Muss ich das dem Spiel jetzt negativ anlegen, dass diese Würfel scheiße aussehen? Ja.
schlechte Ladezeit. Ja, und das ist halt ein bisschen doof an dem Spiel. Aber ansonsten... Macht es richtig Spaß. Schreibt mal unten in die Kommentarbox, was ihr von Portal 2 haltet. Ihr gerade von einem barbaren König, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftwidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird? Was? Na bitte, geschafft! Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Willst du mal schnell nachsehen? Nein, schon okay. Schau dich ruhig um. Genau, bei dem Podest da vorne. Leute, wundert euch nicht, dass ich hier außen rumgehe. Ich weiß nämlich, was in der Mitte vielleicht passiert. Du, okay, stell dich vor das Podium und sieh nach oben. Oh, ich geht auch von hier. Da alles gut, ja. Was zur Hölle? Siehst du die Portalkanone? Ja. Außerdem lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Ach, jetzt erst gemerkt? Schaut mal. Die Forscher haben GLaDOS gebaut. GLaDOS dreht durch. Und bringt die Forscher um. Lockt uns mit einem Kuchen und dem Herzcube. Hier, der Kuchen. Der aber fake ist. Pferd. Wir besiegen GLaDOS. Und sind eine Gottheit hier. Dazu aber auch später mehr. Ah. Das ist ein Portal. Ja, das hatte man schon. Das spielbeschreibende Element. Und vergiss die Cubes nicht. Die Atmosphäre ist auch ziemlich awesome. Die Atmosphäre ist einfach durch die Musik mega geil. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge, den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Das Geile ist, ich bin mit der Kamera schneller durch als wie er redet. Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen sie dies in ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Das bin ich. Nein. Den Papierkram, den kümmere ich mich natürlich nicht. Also jetzt nicht in Wirklichkeit. Ja. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, verwenden ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Das Spiel ist für mich nicht schwer. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Welches Lob? So, jetzt gehen wir mal statt da, wo wir lang sollen, nämlich da, gehen wir jetzt erstmal hier hoch. Was haben wir denn hier? Ist das ein Secret? Das ist ein Secret des Spiels. Von solchen Räumen gibt es ganz viele im Spiel. Das ist nämlich das Einzige, was ich euch sagen kann, das ist nicht... diese Räume habe ich nicht alle gefunden. Vielleicht finden wir sie alle in dem Gameplay. Let's Play Gameplay. Mit Kommentar ist Let's Play. Ich hoffe aber, dass man unseren Kommentar auch hört. Hoffe. Falscher Charakter. Dann sage ich mal, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Lasst einen Kommentar da. Und ein Däumchen nach oben. Und ein Subscribe. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.